schwangere Frauen verbringen gerne Zeit miteinander. Aber ein unerwarteter Schönheitswettbewerb für werdende Mütter macht Rachel und Ellie zu Rivalinnen. Ihr Kampf wird legendär sein. Rachel hat ein spezielles Salatmenü. Es ist zwar gesund, schmeckt aber überhaupt nicht. Und Johnny nervt. Schokolade oder Salat? Das ist eine extrem schwierige Entscheidung. What? Die wütende Rachel ist bereit für Kochexperimente. Die arme Ellie ist nicht an Gourmetgerichte gewöhnt. Sie muss immer darum kämpfen, eine Mahlzeit zu bekommen. Oh, die Suche ist gut gelaufen. Beim nächsten Mal sollte sie aufmerksamer sein. Schön zu laufen ist eine Kunst. Aber Rachel tut sich schwer damit. Es kommt auf die richtige Motivation an. Wow! Schokolade ist dafür perfekt. Ellie hat viele coole Ideen. Riecht Genialität wirklich so? Die schwangere Rachel ist nicht glücklich mit ihrem Gesicht. Wie kriegen wir es wieder hin? Dafür braucht man einen erfahrenen Kosmetiker. Zum Beispiel den, der eine geheime Schönheitsspritze hat. Botox ist nichts im Vergleich zu Nutella-Injektionen. Die arme Ellie hat Falten im Gesicht und sie hält Klebeband in der Hand. Sieh dir diese talentierte Chirurgin an. Wer wird die Schlacht der schwangeren Schönheiten gewinnen? Wenn du den Kanal nicht abonnierst, wirst du es nie erfahren. Der Mangel an Wasser hat Rachel zu Tränen gerührt. Johnny weiß, wie er sie beruhigen kann. Wer braucht schon Badewasser, wenn man Geld hat? Das arme, schwangere Mädchen ist zu allem bereit, um ein warmes Bad zu nehmen. An dieses trockene Frühstück wird sie sich noch lange erinnern. Hey, wie wäre es mit einem Souvenir? Der Arzt traute seinen Augen nicht. Rachel ist keine normale Patientin. Zum Glück gibt es im Krankenhaus immer etwas heilende Limonade. Hm.
Kein Geld, keine Behandlung. Die arme Ellie hat diese einfache Regel vergessen. Ein paar medizinische Begutachtungen. Und sie verlässt das Krankenhaus mit einer Art Diagnose. Rachel strahlt vor Freude. Aber natürlich, ein Lisa und ihr Haar wird blau. Ellie hat kein Geld für einen Hairstylisten. Sie ist ihre eigene Stylistin. Ups, hier ist ihr unordentlicher Assistent. Eine schöne Bräune ist wichtig für eine zukünftige Mutter. Hey! Es ist wichtig, dass sich ihr niemand in den Weg stellt. Das schlaue arme Mädchen mit dem Schnauzbart ist eine Meisterin der Verkleidungen. Aber Rachel musste leiden. Das ist okay, ein liebender Ehemann ist bereit, es für das Team zu übernehmen. Goldkohl? Das ist mal was Neues. Niedlich. Was ist das für eine gruselige Maskerade? Hey, wann ist das Baby so sehr gewachsen? Das war nur ein Albtraum. Und was für ein stinkendes Desaster. Rachel achtet auf ihre Ernährung und ihr Gesicht. Das kann man von ihrem Mann Johnny nicht behaupten. Oh. Nun, diese kosmetische Behandlung sieht komisch aus. Wenn jemand Müll wegschmeißt, bekommt Ellie neue Sachen. In einem Müllcontainer kann man alle möglichen Sachen finden. Wow, jetzt wird das arme Mädchen zu einer Schönheitskönigin. Das ist ja fast wie bei Benjamin Button. Johnny hat unseren Kanal bereits abonniert. Und du? Du darfst einen Laden nicht mit Lebensmitteln betreten. Aber Rachel ist das egal. What? No! No! Sie hat eine Sauerei gemacht. Aber Geld hilft ihr, die Spuren ihres Schokoladenverbrechens zu beseitigen. Es ist Zeit für einen Ausverkauf. Ellie hat beschlossen, sich eine neue Garderobe zuzulegen. Was für eine tiefblaue Farbe. Aber schmutziges Blau steht ihr viel besser. Ellies aufgeregter Schrei ist meilenweit zu hören. What? Was?
keine freien Plätze in der Nähe des Pools? Die kühle Brise eines Geldventilators inspirierte den Wachmann zum Ausmisten. Viel Spaß beim Schwimmen! Ellie ist ein Fan von Wasserprozeduren. Gibt es keinen Platz zum Sitzen? Eine Schüssel und ein Becher werden helfen. Dieses gesunde Menü sieht so langweilig aus. Es ist cool, dass die reiche Rachel etwas Fantasie und einen roten Marker hat. What? Rachel und Ellie haben es nicht einmal unter die ersten 20 geschafft. Es ist so traurig. Wow, ein bärtiger Kandidat hat den ersten Platz gemacht.